Und einen neuen CD-Player. Hat Inge jetzt bestellt. Vorgestern. Und der ist halt schön drauf. Eingepackt. In Plastikfolie. Zum Schutz vor Regen. Und sonstigen Feuchtigkeiten. Und naja. CD-Player. Und. Yamaha, das ist der neue, okay. Das ist der CDS 300 von Yamaha. So, machen wir auf. Oh, da ist sogar Metallklammern drin. Das war blöd. Alter, Spannung steigt. Ich stelle es nur messen. So. Wunderbar. Das ist mein neuer CD-Player. Das ist der CD-Player von Yamaha. Das ist die Verbindung. Die Verbindung. Die brauchen wir aber nicht unbedingt, weil den habe ich schon irgendwo anders angeschlossen. Batterien. Oh. Und hier noch. Zack. Das ist der Stromkabel. Und das hier ist das gute Stück. Schön eingepackt, so wie sich das gehört. Eine schöne Folie. Okay. Hier ist alles drin, Beschreibung, Nummer, Garantie und so weiter und so fort. So, schön eingewickelt in der Polsterfolie. Sehr ein wunderschöner neuer Yamaha Player. Ja. Kann man sehen, die Front von dem CD-Player. Natürlich noch viele diverse Sicherheitsfolien und Polsterfolien dran, damit nichts passiert, Transportsicherungen und so weiter und so fort. So sieht das von der Nähe aus. Schalter, Display, Schalter und so weiter. Das Nötigste, was man halt so braucht. Der kann sogar USB abspielen, das mag ich. MP3 wollte ich unbedingt haben. Okay, ich habe ihn jetzt für 229 Euro gekauft. Ohne Versandkosten. Okay, weil ich die Idealo-App benutzt habe. Okay, mehr gibt es hier jetzt nicht mehr zu sehen. Das sieht man ihn also. So, er wäre soweit aufgestellt, der CD-Player. Jetzt mache ich noch hier diese Verklebungen weg. Portierungen weg, ja. Kehre ich mal so dahin. Dann ziehen wir das hier so raus. So, dann schalten wir ein. Tada! Die Lampe leuchtet. Und er lädt schon mal. Aber keine CD. Batterie habe ich inzwischen schon eingesetzt. Drücke ich mal. Und dann kommt raus. Fantastisch. Lege ich mal eine CD ein. Okay. Und tschüss. Dann. Fernbedienung. Mal drücken, jetzt sagen.